arm in it. Hallo zu einer neuen Folge Clash Royale. Wie ihr seht, ich habe eine Magietruhe bekommen. Ich weiß, kam jetzt lang kein Video. Ich habe aber dafür ein neues Intro. Vielleicht habt ihr sie auch gerade gesehen. Wir öffnen jetzt mal schnell die Truhen. Und machen dann noch einen Angriff. Ja, und dann ist es auch schon vorbei mit dem Video. Es wird auch wieder bald ein neues Video herauskommen von meinem zweiten Account, also von dem Level 1er. Ich hoffe ja, dass ich jetzt aus der Magietruhe etwas Gutes bekomme. Machen wir die Drohnen lieber ganz am Ende auf. Ich frage mal nach dem Magier. Ich habe das Königsriesen- und Schweinedeck jetzt dabei. Weil ich finde das eigentlich gut. Ich verliere damit auch, aber gewinne natürlich auch. Also, eigentlich gewinne ich öfter, als ich verliere. Das ist ja wichtig. Also, ich hoffe, er setzt nichts dagegen, weil diese Taktik macht schon über 1000 Schaden. Leider hat er was umgesetzt. Feuerball und gut Schaden gemacht, aber nicht genug. Riese noch umlenken. Super. Klappt bis jetzt eigentlich alles noch gut. Der Schweinereiter wird jetzt zerstört von den kleinen Truppen, wenn er keinen Freeze hat. Schön. Schick, schick, schick. Er wird mein Turm jetzt wahrscheinlich auf 1400 Schaden runter machen. 1500 ist natürlich auch schon viel. Also wenig und viel Schaden, den er gemacht hat. Gleich werde ich jetzt mein Schwein setzen. Er setzt nichts, dagegen ist eigentlich sehr, sehr gut für uns. Der Turm gehört uns. Da können wir gleich schon was setzen, damit die Musketieren kaputt sind. Ah, leider nicht geschafft. Ich habe auch bemerkt, dass die Musketierin die Kanone abschießen kann, ohne dass die abgeschossen wird von der Kanone. Also die Musketierin hat eine größere Reichweite. Jetzt geht er aber ziemlich gut drauf. Meine Kobolde machen gut Schaden. Ich setze gleich mal den Schweinereiter. Das ist eigentlich guter Schaden, den ich da gerade gemacht habe. Ich versuche es mit dem Feuerball auszumachen. Also spielfertig. Das dauert natürlich auch noch. Nur die Musketiere muss kaputt gehen. Jetzt hat er aber viel, zu viel schon. Jetzt wird es aber noch spannend, weil er wird jetzt ziemlich zulegen auf meinen Turm. Wie er gewinnt das, dann kann ich mit dem Fehler nicht. Schade, dass. Ja, hör auf, Alter. Wo ist der Fick dich-Button? Jetzt mal ganz wirklich. Warum gibt's den nicht? Jetzt müssen wir jetzt eine legendäre Karte bekommen. Nichts. Aber jetzt muss die legendäre Karte da sein, sonst wird mein Tag noch schlechter werden. Zwei Schweinereiter. Zwei Bomber, drei Öfen, 66 Bomber. Ich habe so viele Bomber. Ich habe den erst auf Level 4. Walküre. Ist die legendäre jetzt drin? Ist jetzt eine legendäre Karte drin? Und
Nein. Oh mein Gott. Jesus Christ. Alter, nice. Gleich mal Screenshot. Heilige Scheiße. Wie lange ich auf eine legendäre Karte gewartet habe. Ich habe 20 Euro ausgegeben, nichts bekommen und jetzt aus einer Truhe nach einem Spiel. Endlich. Oh mein Gott. Ich kann es nicht glauben. Der Eismagier. Und dann, ich finde Prinzessin nicht so gut erstmal. Oh mein Gott, nein. Ja, ja. Ich kann es nicht glauben. Ja. Nice, nice, nice. Oh, wie ich mich gerade freue. Also das war das schönste Video, das ich jemals gemacht habe. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst ein Like da, wenn ihr auch eine legendäre Karte haben wollt. Oder mir das mir Glück gewünscht habt bei der Truhe. Ich hoffe, das neue Intro hat euch gefallen und dieses Video. Bis zum nächsten Mal. Ciao.